So, da bin ich wieder und wir gehen zum Edgar. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Schrottplatzverteidigung. Edgar will die Zombies und Jorks in seinem Schrottplatz fernhalten. Barrikaden helfen, aber besser wäre eine Verteidigung mit ätzenden Substanzen und anderen selbst hergestellten Mixturen. Bei Edgar lieben selbstgemachte Abwehrsysteme herum, mit denen Zombies und Jorks daran gehindert werden können, den Schrottplatz zu betreten. Finden Sie sie und verstecken Sie damit die Barrikaden in Ihrer Nähe. Machen wir, oder? Zack. Das ist noch ganz angenehm. Cutscene. Tango! Cash! Los, sitz! Ich sagte, sitz! Ruhe, oder ich geb den Stock! Das wisst ihr. Schluss jetzt! Verdammt nochmal! Wir haben nämlich Besuch. Wuhu! Sogar welchen, der atmet. Oh, ja, so ist schon besser. Es sind fiese Mistköter. Beißen ihn lieber in den Arsch, als sie anzusehen. Vermeiden Sie am besten Blickkontakt. Vor allem mit Cash hier. Das ist der da drüben. Er steht nicht drauf. Dabei ist er der Freundliche. Hey, Tango! Lass den Arm! Der ist infiziert! Scheiß blöde Töle. Mann, oh Mann, die kranken Viecher, die stehen wirklich auf Frankies. Oh. Die Hunde halten den Hof sauber und Familie Frankenstein hat Schiss vor ihnen. Und wer keinen Schiss hat, wird in kleine Stückchen zerrissen. Und nicht mal ich kann ihnen dabei zusehen. Und ich habe schon viel kranken Scheiß gesehen. Aber die Jungs, sie erwischen nicht alle. Frankies und Schlümpfe tauchen auf wie Hasen zu Ostern. Boom, boom, verstehen Sie? Nein. Mögen Sie Hunde? Ja. Katzen taugen nichts. Ah, die Nur mag ich als gerne. jaulende Waschlappen. Ach, meine Katze, stimmt ja. Für Helden wie Sie ist das wohl nicht so Nee. wichtig. Sie müssen nun mal gegen die Frankies und die mutierten Schlümpfe ran. Stimmt's? Ich habe ein paar Spielsachen für Sie. Die machen Bumm und Bäh. Ich sag nicht, woher die sind. Fragen Sie nicht, das geht Sie gar nichts an. Ich Ist das frag mich. klar? Ich kann gar nicht reden. Weshalb denn die ernste Miene? Ja. Also vielleicht haben meine Jungs jetzt Pause. Während ich hier an diesem Schulbus aus der Hölle arbeite. Genau. Helfen wir nachher. Haben wir eine Abmachung? Klar, Junge. Kollege. Und seien Sie besser leise. Tango und Cash sind ein bisschen empfindlich. Aber die Überreste wühlen sie danach gerne durch. Er ist eklig, aber irgendwie lustig. So, den ersten Satz Abwehrsysteme finden. Ach, Hallöchen. So. So, liebe Sironia, falls du das siehst, ja, schon mal an der Stelle, einfach mal hier erwähnt. Herzlichen Glückwunsch, dass du es doch noch geschafft hast. Was werde ich jetzt noch nicht verraten, weil das kommt mit Sicherheit irgendwann. Und wir suchen jetzt die Abwehrsysteme, Teil 1. Ich glaube, das wird relativ heftig noch. Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Ach genau, zack. Eins von Edgars Spielzeugen mitnehmen. Habe ich. Temporary abilities acquired. In der Nähe der Barrikaden ein flammendes Fass deponieren. Wo sind die Barrikaden? Ah, die finde ich gleich. Ja, da habe ich es ja wieder mit Schlümpfen und so Zauberern zu tun. Hier. Da sind Barrikaden. Da sind Barrikaden. Und das mache ich mit 1. Eins, zwei. Okay. Barrikaden verteidigen. Okay. Das heißt. Ja, wie gehen denn? Affe da! Oh Mist, doof. Ach Gott, ja. Gut. Ach, ich brenne jetzt schon. Ich war auf der falschen Seite, das ist doof. Okay. War das gut? War halt die falsche Seite, ne? Aber wir müssen noch eins machen. So, oh ja. Gut. Jetzt verstehe ich es ja. Okay. Müssen wir neu machen, weil ich es nicht verstanden habe. Gehen wir wieder zurück zu Edgar. Wie gesagt, ja, ich habe einfach die
Seiten verbaselt, verbummelt, verdingst. Abwehrsysteme. Einsatz mitnehmen. Hab ich die? Ne, hab ich nicht. Ich muss ja erst sagen, temporary irgendwas. Temporary abilities acquired. So, diesmal aber richtig rum. Die kommen von außen. Und dann machen wir das so. Eins dahin. Und eins. Na? Dahin. So. Dann noch eins dahin. Wir fallen und zurück zum Edgar. Wir müssen üben. Ah, ne. Ah. Ne, es hat geklappt. Okay, das war nichts. So, wieder zu Edgar zurückkehren. Ich hatte da schon mal Probleme mit. Ich krieg's aber gleich raus. Temporary abilities acquired. So, wir fangen hier an. Mit. Direkt an die Barrikaden. Zack. Bleiben hier stehen. Sag mal, ich bin doch doof, oder? Falsch. Jetzt habe ich keins für hier. Es ist doch nicht wahr, oder? Die stehen noch, oder? Ja. Kann ich die irgendwie reparieren? Nein. Ich will jetzt irgendwie was machen können. Das war falsch. Habe ich es geschafft? Ah, ich habe es geschafft. Den zweiten Satz finden. Diesmal bitte keinen Satz mit X. Und jetzt muss ich erstmal raffen. Ja. So. Manchmal bin ich doof. Ehrlich. Temporary abilities acquired. Ein Schmierefass deponieren. So, drüber springen auf die andere Seite. Erstmal hier eins hin. Ah, und mit 4 kann ich es auslösen. Der Barrikaden, ein Schmierefass, da auch. Aha. Jetzt. Ja, nicht. Ach so, nee, ich verstehe es. Beides, gut. Und das da. Habe ich noch ein Schmierefass? Nein. Ja.
Na komm. Ja! Es wird immer noch ganz schlecht und professionell. Oder vielleicht ist es auch richtig so. Vielleicht stelle ich mich jetzt nur ein bisschen an und mache das eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen haben wir damit fast die Anforderungen geschafft. Fertiger Chopper. Kann ich aber nicht nehmen, die gehört irgendjemand anderem. Aha. Der steht im Weg. Gut. Wo sind die anderen? Aha, da. Temporary abilities acquired. So, jetzt müssen wir also dreifach außen. So, hier. Eine Mülltonne. Das ist. Machen wir die. 5. Dann die 4. Wenn sie kommen. Komm, 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 komm und zack. Das ist schon mal gleich. Ja, 5, 4, 2. Das war wahrscheinlich falsch, aber egal. Ach doch, das war gut. Das ist nur eine Barrikade. So. Na komm, komm, sterb, 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 schnell. Hab ich's geschafft, hab ich's geschafft, hab ich's geschafft. Nein. Wow. Her. Ja, sehr gut. Komm, 2, 2, 2. Auf die Feinde sind drauf gehen. Hier. Und. Die Gefahr! Gut, das heißt, ich muss wieder ein bisschen weiter weg zu Edgar gehen. Aber jetzt, wenn er jetzt wieder von vorne anfängt, dann werde ich sauer. Nee, Stufe 3. Gut. Warum ich dann immer wieder zu ihm zurückgehen soll, weiß ich nicht, aber ich mache das halt. So, und die 4 ist wichtig. So, dann bringen wir noch gerade mal so ein paar Zombies um. Nein, nicht Zombies, sondern diese Maschinendinger. Oder? Ne, kommt gerade keiner. So. Temporary abilities acquired. Mhm. So, wir machen das etwas weiter weg. Hier. Eins können wir sehen. Mhm. Das machen wir einfach hier hin. Guck mal. Gilt das? Ja. Und dann. Strategie.
5, 4, 2. Jawohl. Versuchen nicht drauf zu gehen, aber die lassen mich da relativ in Ruhe. So, und wieder. 5, 4, 2. Ja, gut, wenn man die Strategie mal draußen hat. Das war's schon? Das war's schon? Okay. 5, 4, 2. 5, 4, 2, 4. Na, noch welche? Okay. 5, 4, 2. Geh weg. Vier nochmal. 4, 2. Oh. Okay. 5, 4. Na, 2. Und jetzt? Geh weg. Was haben wir da? 5. Ja. Nochmal. 2, 4 und 5. Okay, komm jetzt. Komm. Wow, komm jetzt. Geschafft. Ah, du noch? 5, 4, 2. Ach, da ist noch einer. Der muss auch sterben, dann war es das, oder? Ja! Und? Herausforderung für heute? Erledigt? Ja? Einmal, wenn jetzt noch eine kommt. Ah ne, ich muss noch Monster abschlachten. Boah, da gehen wir doch auf ganz Zimmer sicher. Erstmal Missionsbericht, oder ne, erstmal gucken. So, Herausforderungsjournal. Ja, ich muss noch 16 Zombies töten. Das hat wohl nicht gegolten. Ich habe da auch wieder die Hauptquest. Damit können wir tatsächlich dann die nächste Folge weitermachen. Belohnung für einmaliges Abschießen. Was ist das? Nehmen wir mal. Was ist das? Loyaler Hund. Wow. Okay, loyaler Hund habe ich. Ein loyaler Hund. Und immer nur diese Dinger. Na, ich finde irgendwie raus, wie die anderen noch zu machen sind. So. Der Spur folgen, die Beaumont zurückgelassen hat. Das machen wir jetzt nicht. Ich will erstmal die täglichen Missionen machen. Und sammle dafür jetzt nochmal bei Edgar. Edgar. Haben wir noch irgendwas? Nee. Also, ich sammle jetzt mal für das nächste Mal ein paar temporäre Missionen. Nicht temporäre, was erzähle ich denn? Hauptmissionen. Wie komme ich rein? Oh, da ist ja immer noch viel am... So. Ach Gott, da fehlt ja noch was. Wir schauen uns die Cutscene an. Von der Mission, die wir fürs nächste Mal nehmen. Edgar braucht Ersatzteile, um seinen Bus zu reparieren. Oh, der... Oh, Das Problem dabei ist, dass diese weggelaufen sind. Bringen Sie die fehlenden Teile zurück, damit Edgar den Bus fertigstellen kann. Edgar versucht, seinen Bus zu reparieren, weil er glaubt, damit die Insel verlassen zu können. Das Problem dabei ist, dass sich alle Ersatzteile in Altmetallgolems verwandeln und weglaufen. Beschaffen Sie die fehlenden Teile für Edgar. Machen wir doch. Gut, nehmen wir an. Also jetzt wieder Cutscene.
Eine echte Schönheit, oder? Wie bestellt und nicht abgeholt. Sie wird langsam unruhig. Ruhig jetzt, Kleine. Ganz ruhig. Ah, wird schon wieder. Ich versprech's. Ich sehe das gleich, wenn jemand keine Ahnung von Motoren hat. Scheiße. Schon okay. Ich kann nicht mit Menschen. Aber wenn's um Autos geht, bin ich ein echtes Genie. Diese Lady hier ist der einzige Weg runter von der Insel. Was? Wollten Sie uns etwa zu Fuß hier rausbringen? Über die Brücke und durch den Nebel zurück zur Zivilisation? Sie halten sich wohl für einen Helden, was? Ja. Das ist witzig. Ein echter Brüller. Comedy vom Feinsten. Ja, weiß ich. Super. Sie sind nicht mehr Held als der alte Edgar. Sie bewegen sich nur anders und sind cooler. Ja. Aber cool ist unter den jetzigen Umständen nicht mehr viel wert. Nee. Also, ich wollte sie gerade fertig machen. Die letzten paar Teile montieren. Da werden die auf einmal lebendig und hauen ab. Ich konnte es kaum glauben. Ich habe hier nachts schon verrückte Sachen gesehen. Dinger mit Flügeln, Tentakeln und tausend schreienden Mäulern. Aber noch nie... Noch niemals hat hier Altmetall einfach das Laufen angefangen. Alles neu. Das ist total krank. Ja. Wirklich, echt krank. Ja. Also komme ich einfach nicht weiter mit der kleinen Lady hier. Mhm. Nicht solange dieser Transformator sich selber repariert. Ich setze ihr fest, bis die Kühe von der Weide kommen. Und diese Kühe, haben Sie die eigentlich schon mal gesehen? Ich schon. Diese Kühe kommen nie mehr zurück. Ich sitze hier fest, bis die Kühe von der Weide kommen. Die kommen nie mehr zurück, ich sitze hier fest. Was wir noch nicht gemacht haben, ihr kennt das, ne? Wir wollen ja wissen, was ist mit ihm, ja? So, wir hören uns immer alles an, weil es ist recht interessant, was die Jungs erzählen. Och, wie süß, der Hund leckt sich die Pfote. Übrigens, die sind harmlos, also, da von wegen Klickkontakt oder so durchrennen, dran vorbeirennen. Kein Problem. Der andere, wo ist denn der andere? Das waren doch zwei. Tango und Cash. Weiß nicht, war das nicht irgendein Film mit Schwarzenegger oder Stallone oder... Ne, Schwarzenegger nicht, Stallone oder... Travolta sogar? Keine Ahnung. So, wir hören mal, was er zu erzählen hat. Der Nebel. Ich kann Ihnen nicht viel über den Tag erzählen, an dem der verdammte Nebel kam. Ich weiß noch, dass ich ihn draußen in der Bucht gesehen habe. Dicht und dunkel, wie Erbsensuppe. Ich ging raus, um es mir näher anzusehen, und dann wurde alles schwarz. Am nächsten Morgen bin ich in meinem Wohnwagen wieder aufgewacht, mit mörderischen Kopfschmerzen, als würden irgendwelche scharfkantigen Dinger in meinem Hirn rumkriechen. Tango hat gebellt wie verrückt und Cash hat die Tür angestarrt, als hätte ihm etwas da draußen eine Mordsangst eingejagt. Irgendetwas Großes und Stinkendes. Ja. Selbst dieser Hund, das dürfte ein Dobermann sein, ne? Eigentlich sehr schön, aber ein bisschen aggressiv manchmal. Da mag ich die Rottweiler lieber. Die können zwar beißen, die können zwar wirklich Kampfhunde sein, sind es aber von Natur aus nicht. Die sind stark, aber sehr gemütlich. Der Nebel hat die ganze Stadt mitgenommen, oder zumindest den Großteil, und durch Schlümpfe und Frankensteins ersetzt. Ich nenne sie Frankensteins wegen dem Film, verstehen Sie? Tote, die laufen können, ist klar, oder? Und die Schlümpfe? Große, blaue Mistkerle mit Spießen und Klauen. Und diese Gehirne, die rumlaufen und die Chefs dieser beschissenen Freakshow sind. Mann! Nicht, dass das hier einen großen Unterschied machen würde. In der Stadt wimmelte es schon von Ungeziefer und Huren und Teufelsanbetern, lange bevor dieser Nebel gekommen ist. Ja, die Stadt ist gut gewählt. Kingsmouth. Ja, also es ist, wie sagt man so schön, Lovecraftian ohne Ende. Ja, und weiter. Klar, es gibt Überlebende im Büro des Sheriffs. Bellarmine, Andy. Und dieser große Kerl, der Fremde Andy. Mit dem Motorrad, wie hieß er noch gleich? Elk Deer?
Ist auch scheißegal. Dann ist da noch Hawthorne, der Pastor. Ja? Und dem sollten Sie nicht trauen, das sage ich Ihnen. Genau. Er hat Leichen in seinem Keller. Echt jetzt, das können Sie mir ruhig glauben. Dann gibt's noch die Zigeunerwahrsagerin, falls sie noch lebt, die Hure. Ja. Aber sonst mit der halben Stadt. Darunter auch mit dem Seelenklempner, dem Mann des Sheriffs. Bannerman, verdammt. Was Norma angeht, die ist okay, aber ich fühle mich hier draußen viel sicherer, allein mit meinen Hunden. Mhm. Aber das ist auch den anderen ganz recht, weil, naja, du spuckst beim Reden. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Gegend so einen Vorfall haben. Ich habe schon Dinge gesehen. Dinge? Schlimme Dinge, schleimige Dinge. Dinge mit 100 scharfen Zähnen, 1000 schwarzen Augen. Jawohl. Und finsteren Gedanken, die sich den Weg in dein Hirn freibeißen und freischaufeln. Mm. Und das tut schweinemäßig weh. Ja. Und deine Nase blutet und du hast schreckliche Albträume. Und die Dinger bleiben drin. Sie verlassen dich nicht mehr. Niemals. Mhm. Gut. Sie selbst, was hat er über sich zu sagen? Ich bin ein echter Einheimischer. Direkt hier auf Solomon Island aufgewachsen. Gleich südlich der Stadt im Overlook Motel. Früher war es richtig nett dort. Rote Eichen im Wald, ein wunderschöner Meerblick. Heute ist alles verrammelt. Das ist schon so, seit damals die Gäste verschwunden sind. Und nachts gab es diese Lichter, die Klopfgeräusche, Schreie. Das hat sich rumgesprochen. Es kamen keine Gäste mehr und wir mussten zumachen. Ja. Die ganzen Probleme mit dem Motel haben angefangen, als dieser Engländer verschwunden ist. Man hat den Mann nie mehr gesehen. Mhm. Hat sein ganzes Gepäck und alles zurückgelassen. Hat nicht mal bezahlt. Wicker hieß er, glaube ich. Ja. Ja, Wicker. Sein Zimmer roch nach Zigaretten und Schnaps und Schwefel und diesen englischen Sachen, wissen Sie? Mhm. Und überall war dieses klebrige, schwarze Zeug. Ich erinnere mich daran, weil ich es nachher wegputzen musste. Mhm. Wicker, den kriegen wir noch und da werden wir auch eine neue Location sehen, weiß ich noch ungefähr. An dem Punkt hatte meine Mama genug. Nach dem Tod von Pa und so. Und dann Henry und Tom Dexter. Also zog sie nach Florida und sagte, ich müsse ab jetzt auf eigenen Füßen stehen. Wenigstens hatte ich den Schrottplatz und den führe ich seitdem. Mhm, gut. Was ist mit dem Schrottplatz? Alle haben immer gesagt, dass aus mir nichts wird. Mhm. Alle außer meiner Mama und Tom. Eine wahre Mutter. Tom Dexter war sein Name. Er hat an mich geglaubt. Tom hat immer an mich geglaubt. Mhm. Dann ist er gestorben. Ja. Und ich hatte nichts mehr. Nichts außer den Erinnerungen an ihn in meinem Kopf. Und den Schrottplatz. Natürlich hatte ich den Schrottplatz. Und meine Hunde. Und meine Projekte. Ich hatte immer meine Projekte. Ja. Sind wir gleich durch? So. Diese Arschlöcher in der Stadt? Hm? Die werden ein ganz anderes Lied singen, wenn sie mich von hier wegfahren sehen, wenn ich ihnen mit meinem Taschentuch zuwinke und ihnen die Abgase in ihre zugekniffenen Asche blase. Genau. Scheiß auf sie alle! Wie emotional. Es wird ihnen noch leid tun, ja, wie sie mich behandelt haben. Dass sie mich Spasti nannten und über meine Mama herzogen. Das soll man nicht. Ich schütze sie. Sie werden dafür bezahlen, was mit Tom Dexter passiert ist. Das sage ich ihnen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Ich kann mir vorstellen, wenn der mit seinem Taschentuch winkt, ja, dann knistert das so. Ja, so abbröckelndes und naja. Ich habe eine Liste für meinen Bus. Es ist eine kurze Liste für einen kurzen Bus. Ja, verdammt, ich bin so witzig. Ich habe ein Kondom. Ich werde drin sitzen. Natürlich auch meine Hunde. Dann noch Norma, also Mrs. Creed. Andy, wenn er nett und höflich fragt. Auch die Witwe Franklin kann gern einen Platz haben. Und der Indianer, Red. Der, ja, vielleicht auch. Den kenne ich noch nicht, oder? Aber der Rest? Teufelsanbeter, Huren, Lügner und Betrüger. Genau. Die können zusehen, wie wir wegfahren. Mhm. Über die Brücke und durch den Nebel. Sie sollen hier verrotten bis zum jüngsten Tag. Bis zum Exodus. Ja, wenn der kommt. Aber der kommt bestimmt. Ich bin wahrscheinlich dabei. Quantenmechanik. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich ihm das zutraue, aber naja. Jesus Maria, sehe ich etwa aus wie ein College-Professor? Ah, eben. Ich kann nicht gut reden.
Mein gesamtes Genie habe ich in den Händen. Und die haben weder die Zeit noch die Geduld, ihnen irgendwelchen Scheiß zu erklären. Ja. Okay, ja, so sehe ich Quantenmechanik auch, ja. Ich knaub immer an irgendwelchen Atomen rum mit meinen Händen und ja. Sie lassen einfach nicht locker, was? Also, Quantenmotoren sind einfach nur Motoren. Nur, dass man den Motor nicht sieht. Ja. Verstehen Sie? Man muss die Augen schließen und sich auf den subatomaren Aspekt der Dinge konzentrieren. Brauchst du aber verdammt kleine Pinzetten, oder? Die Teilchen gehen auf der einen Seite rein. Dann greifen Godzilliarden von kleinen Zahnrädern ineinander. Und dann, rums, kommen sie auf der anderen Seite wieder rausgeschossen. Stimmt, so geht Quantenmechanik. So, jetzt wissen wir mal einiges über den. Was? Wie heißt der? Na? Edgar, genau. Wissen wir alles über Edgar? Ich mache eine Aufnahmepause. Danach die letzte Folge. Wir gehen noch ein paar Monster klatschen und gucken mal, ob wir in der Hauptquest weiterkommen. Weil diese Mal machen wir beim nächsten Mal mit den Golems. Die wird lustig und da würde ich mich gerne drauf vorbereiten. Und bis gleich.